Weiter geht es mit einer neuen, fein gemahlenen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte edel gemahlene Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen, PC, PlayStation, Xbox, völlig egal. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord natürlich in der Videobeschreibung. Wo denn sonst? So, dann heben wir das Ding hier mal hoch. In der letzten Folge ging es ja schon wieder ganz schön rund. Also das Spiel ist am Anfang ziemlich knackig. So, wir laden mal durch. 5 Schuss. 10 Schuss plus 1. Aber ich denke, später, wenn man halt mehr hat, dann wird sich auf jeden Fall das Blatt für uns wenden. Davon bin ich überzeugt. Oh, der Fluss ist ausgetrocknet. Deswegen sind die alle durchgedreht. Die große Dürre in Spanien. Die Verwüstung von Spanien. Tja, Spanien. Weniger Wasserparks. Rücksichtsvollere Landwirtschaft. Das wäre vielleicht ein Ansatz. So könnte es funktionieren. Da tut sich gar nichts, ne? Bombenfest, das Ding. Absolut bombenfest. Ich habe gesehen, man konnte eben gerade noch so einen Karren verschieben. Gott, sieht aber auch alles total runtergewirtschaftet aus. 1000 Jahre alt, der Laden hier. Und was ist das? Pistolenmunition, immer gut. Immer gut. Okay, ich kann auch hier durchs Fenster jumpen. Oder aus dem Fenster jumpen, je nachdem. Aber auch hier hat man Palisaden hochgezogen und eine Festung draus gemacht. Igitt. Ganz schön widerlich. Das liebe Vieh hier, ne? Auch hier wieder diese merkwürdigen... Wenn ich jetzt dagegen schlage, nutze ich damit Messer ab? Ich YOLO. Okay, so kann man das Messer verwenden. Ohne, dass man es irgendwie abnutzt. Ja. Der Balken ist immer noch voll. Spinell gefunden. Ich soll ja 3 Stück noch bekommen. Oh, verflucht! Oh, stimmt. Es gab auch Minenarbeiter mit Dynamit und so ein Kram. Ja, da ist schon so einer von diesen fleißigen Minenarbeitern. Als ob, ey. Was ist denn mit der Shotgun los? Kein Verlass auf die Shotgun. Vorsicht, mein Junge. Er taumelt, aber er fällt nicht runter. Komm schon. Alles klar, ich hab ihn. Eieiei, da oben ist ja noch einer. Dios mios. Ob er tot ist? Ich weiß es nicht. Okay, der Sturz hat ihn wenigstens gekillt. Und sie haben einen Geldbeutel. Ach nee, jetzt kommt noch eine militante Oma. Yo, die kannst du auch nicht aufhalten, ne? Wenn Oma Blut sehen will... Dann will Oma Blut sehen. Komm schon, Gran. Jetzt machen wir einen Punkt hier. Ist ein Ei. Mehr brauchst du nicht. Bitteschön. Die Sachen kann man auch drehen.
So, und Schießpulver, was brauche ich denn dafür? Schrott? Klar. 12 für Shotgun-Munition, 6 Stück. Naja, bis jetzt ist die Flinte irgendwie noch nicht so berauschend. Aber gut zu wissen, dass das tendenziell möglich ist. Dass ich mir hier ein bisschen Shotgun-Munition zaubern kann. Ungemütliche Gegend hier, ne? Absolut ungemütliche Gegend. Hier drüben ist was. Hört ihr das? Oh, Fledermäuse. Kann man die runterballern? Erstmal töten. Kann man nicht. Kugelsichere Fledermäuse. Okay, Vorsicht. Dorfbewohner on the run. Aber wenn ich jetzt von hinten dülche, dann verliere ich, glaube ich... Heilige Kacke, echt? Alles will ich hier umbringen. Es hat gar keinen Damage gemacht oder so gut wie gar keinen. Hm. Interessant. Hat er gerade Dynamit geworfen? Da ist schon einer von diesen Dynamit-Onkeln. Er ist aber zu blöd, um rüberzuwerfen. Komm schon, töte dich selbst, Alter. Perfekt. Wieso eine Kugel verschwenden, wenn er sowas selber macht? Alter, die haben aber auch hier die Wurfskills. Na, du bist jetzt nicht mehr Quapo. Och, nö, zwei von denen hier. Komm schon. Bam. Geht doch nichts über einen guten alten Kick. Ey, da liegt eine Bärenfalle. Lauf rein. Und komm. Yes. Oh, nee, gar nicht gut. Alter. Der hat gesaftet. Ey, wenn die Typen mutieren, ist es die Hölle. Da ist er! Nein! Oh, no! Oh, genau da hört's auf. Achtung, Granate! Na, bist du tot? Sag mal, wir schmeißen die Dinger hier. Zünd's an. Mist. Na, 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 na. Oma. Ah, so. Alter, wie der Parasit hier aus ihm rauskommt, das ist so widerlich. Das ist so verdammt widerlich. Okay, das Messer ist Gold wert. Boah, geil, Shotgun-Muni. 3 Schuss für die Flinte. Was ist das denn hier für ein Schlangenkorb? So, hier war nichts. Das kleine Fischerdorf. Vorsicht, hier können überall Fallen sein. Wie die hier. Die siehst du echt nicht. Wenn du so im Rausch bist, ne? Eigentlich müsste das was geben, wenn du die Dinger entschärfst.
Wäre nur fair. Schon richtig, richtig Asche, du. Noch eine Bärenfalle da vorne. Für ein Geräusch. Achtung. Boah, der hat aber auch... Der schwenkt da zur Seite. Oh, no. Noch so ein Dynamit, Hans. Hans Dynamite. Halt das Dynamit doch mal so ein bisschen... Ja, warte. Zünd's an. Und jetzt mach Bumm. Dankeschön. Okay, hier kann man hoch. Bärenfalle wurde getriggert. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Welche abartige Kreatur lauert auf unseren kleinen Helden Leon S. Kennedy? Leon Siegfried Kennedy. Brauchst einen Schlüssel. So, die Bärenfalle war getriggert. Irgendjemand wummert hier rum. Gefällt mir gar nicht. I don't like this, my friend. I don't like this. So, hier mal reinstapfen. Das könnte ein Weg sein, ne? Aber wir schauen uns erstmal noch hier auf der Seite um, oder? Wir ballern so hart dagegen, bis es aufgeht. Wer poltert hier? Okay, gut zu wissen. Hier ist wieder so ein Schrein, wo man auch wieder einen Spezialschlüssel braucht. Dieser Abschnitt hier, so wie wir ihn jetzt gerade sehen, gab es im Original nicht. Bin mal gespannt, wie viel die erweitert haben und wie lange das Spiel geht. Wie lange ging das Original? Das war nicht so kurz. Okay, hier kannst du nicht entlang schleichen. Das war nicht so kurz. Das war schon so ein... Ja, so ein 12-Stunden-Game war es definitiv. Also deutlich länger als Teil 2 und natürlich auch Teil 3. Teil 3 ist ja super kurz. In Relation im Vergleich. Hier auch wieder Schlüssel vonnöten. So, als Vorsicht. Gib mir die Sprengfalle. Gott sei Dank piepen die Dinger, ne? Ich hoffe, es ist einfach nur der Wind. Aber mein Gefühl sagt mir, nope, ist eindeutig mehr. Was ist das denn hier, ein Foto? Hm. Kann man aber nichts mitmachen. Das alte Familienbanjo. Was ist das? Was ist das? Moin. Okay, was wolltest du hier unbedingt haben, hm? Großer. Was gibt's hier zum Naschen, mein Freund? Was gibt's hier zum Naschen? Er hat die Powerboots, ne? Unheimlich. Verdammt unheimlich, aber hey, ich werde gut bezahlt für die Mission, oder? Also mein Gehalt muss ja wirklich astronomisch sein, dass ich sowas hier mitmache. Eine Mission, ausgesorgt für immer. Okay, der Sack bewegt sich. Yo. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior.
Egal. Hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Oh Gott, das Schlimmste, was man mir antun könnte. Parasit in mich reinjagen. Ey, dann töte mich lieber. Bring mich einfach um. Ey, kill mich einfach. Alles gut. Alles gut. Was ist denn das Ergebnis? Bestätigen, bla bla bla. Genauigkeit 75%. Kaum zu glauben, dass sie so gut ist, ne? 0 Tode, 34 Gegner getötet, 21 Mal Schaden erlitten. Uiuiuiuiui. Was ist nur aus dem einst professionellen Resident Evil Spieler geworden? Ja, gib her. So. Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte! Also Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug abgekriegt. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später... Habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen? Ja. Mann, deinetwegen ging ich noch. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Shit, meine Ausrüstung. Oh nein, ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Dankeschön, Spiel, dass du es mir nochmal so unter die Nase reibst. So, guck mal hier, du hast nichts. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Ich muss sagen, Luis Serra... hat für mich persönlich ein bisschen eine zu junge Stimme. Da fehlt so ein bisschen das Rauchige. Ich kenne ja auch nur die Originalstimmen. Es gab ja damals keine deutsche Version. Erst mit Teil 6 fing man an, Resident Evil zu synchronisieren. Davor war das alles halt immer nur im englischen O-Ton mit Untertitel. Aber ja, und die Lederjacke von dem. Wo kann ich die kaufen? Alter, die ist ja mega geil. Wo bekomme ich die Lederjacke von dem jungen Mann her? Brauche ich. Würde mir gut stehen. Brauche ich unbedingt.
Okay, ich habe keine Waffen, ich habe nichts. Ich bin quasi nackt. Gleich bin ich nicht mehr ganz nackt. Auch das hier ist anders als im Original. Den großen, starken Mann, den wir gesehen haben, war, by the way, der Bürgermeister. Netter Typ. Charismatisch. Groß. Sensibel aber auch. Einfühlsam, wie er mich zart durch die Luft geschleudert hat. Und der Piekser ohne Schmerzen. Er kann mit der Nadel umgehen. Bitte dreh dich jetzt nicht um. Ich habe immer so ein Talent. Stealth Kills. Immer so ein Talent. Genau dann drehen sich die Gegner um. Ich find's cool, dass sie mehr auf Stealth und Survival-Aspekte setzen. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Ey, jemand hat mein Messer repariert. Voll nett. Und was eingraviert. Du packst das schon, Leon. Oh, wie lieb. Irgend so ein Typ setzt sich hin, schleift ein paar Stunden lang mein Messer. Ah. Okay, ich verstehe. Und let's go! Oh, die halten aber lang. So, ich hab irgendwie gedacht, das wäre... Boah, ist das eine fette Ratte. Ich hab gedacht, das wäre so ein Einwegding. Aha, haben Sie ein Messer, können Sie mit L1 Angriffe parieren. Wenn die Aufforderung in der unteren rechten Bildschirmecke erscheint. Sie parieren auch den auch dann erfolgreich, wenn Sie den Befehl bereits eingegeben, bevor die Anzeige erscheint. Parieren Sie mit gutem Timing, gerät der Gegner ins Taumeln. Das ist neu, das Pariersystem gab es davor auch noch nicht. Boah, bekomme ich gerade viele Messer. Oh, nee. Da war eine Bärenfalle. Autsch. So. Na gut, Leute. Wie es weitergeht in der nächsten messerreichen Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.